Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online und hallo. Wir sind anscheinend bei Skrek, aber dem wollen wir zum Glück nicht liegen, sondern wir sind auf der Durchreise. Wir wohnen hier nach Mortar. Wir waren bereits dort. Vorne ist übrigens ein unauffälliges Hügelgrab, das ich noch gar nicht besucht habe. Da gibt es bestimmt tolle Sachen. Das ist ja auch so ein Ding, dass die Nord große Teile ihres Landes nicht benutzen. Auf der anderen Seite große Teile des Landes sind auch nicht benutzbar. Bei einem meiner Zuschauer kühlt es gerade ab, weil es regnet. Und wir suchen eigentlich immer noch einen gewissen Diplomaten. Ich glaube, er war hier. Die ich eigentlich dringend reden wollte. Und beim letzten Mal war ich im Fünfte Durchreise und es hat dramatisch nicht gepasst. Ach, Rigord hieß er, genau. Mensch. Mal wieder auf diplomatischer Mission. Und diesmal im Land der Nord sollte es noch leicht fallen. Habt ihr schon gehört? Jemand hat den Leichnam von Königin Nunhilde aus den königlichen Grüften gestohlen. Königin Nunhilde? Nee, habe ich noch nicht gehört. Hallo Rigord und was die beiden anderen hier. Hallo Rigord, seines Zeichens Chefdiplomat. Wir kennen ihn bereits aus interessanten Episoden wie L2er, Somerset. Eigentlich war er überall. Auf jeden Fall, Rigord hat ein minimales Problem. Er ist absolut unfähig und ich glaube, es ist Absicht, dass er mal rausgeschickt wird. Mal sehen, was diesmal seine Probleme sind. Bei den Nord müsste er nicht diplomatisch vollkommen ankommen, oder? Geschätzteste Freundin, Rigord hat gerade über seinen diplomatischen Erfolg und euch nachgedacht. Das hilft ihm, sich von seiner aktuellen Zwickmühle abzulenken. Oh, aber ihr könntet Rigord helfen, wie ihr es bereits so oft getan habt. Schließlich seid ihr seine tollste Assistentin. Rigord hat uns viel zu verdanken. Was denn diesmal? Der Skaldenkönig hat Rigord auf eine wichtige Mission ins westliche Himmelsrand entsandt, um mit Tane-Chaldi und Tane-Sphyne über ein Friedensabkommen mit Windhelm zu sprechen. Jarl Morin von Weißlauf hilft Rigord dabei, die beiden zu treffen. Das ist die größte Diplomatin in Himmelsrand. Nach Rigord natürlich. So bescheiden dieser gute Rigord, nicht wahr? Wie gesagt, im Land der Nord müsste eigentlich einen Vorteil haben. Auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass die Leute. Vor allem, warum muss er eigentlich mit den Tarnen reden? Mit den Jarls. Unabhängig davon. Ich glaube nicht, dass die unabhängig von ihren Großkönig irgendwelche Entscheidungen fällen können, oder? Das wird ja so ein bisschen die ganze Sache mit diesem Großkönigreich kaputt machen. Ich meine, warum hast du irgendwie deinen Quasi-Kaiser, wenn du am Ende sagen kannst, ach, was der Imperator sagt, das meine ich auch egal, wir machen jetzt hier unser eigenes Ding. Was soll schon kommen? Schickt ihr uns ein paar Space Marines vorbei oder was? Ah, easy, das machen wir einfach so. Wo liegt das Problem? Rigord soll sie bald treffen, doch mit seinem Leibdiener stimmt etwas nicht. Er ist fieser und hungriger als sonst. Rigord kann doch die Tane nicht ohne Leibdiener treffen. Er braucht einen neuen, der nicht gleich alles mit dem falschen Huf voran anfängt. Könnt ihr helfen? Meint er sein Pferd? Ja, ich bin bestimmt der Leibdiener, gewiss. Oh, hab Dank, meine Freundin. Rigord will ja nicht wegen so einer Dummheit vor diesen Tanen schlechter dastehen. Trefft Rigord in der Jagdhütte von Jarl Morin. Dort handeln wir ein tolles Friedensabkommen zwischen dem östlichen und dem westlichen Himmelsrand aus. Ist das wirklich die Aufgabe von so einem diplomatischen Attaché wie ihm? Also an sich bereitet er doch sowas noch vor, oder? Also ich verstehe Diplomaten mal so als halbe Lösung von Nachrichtenüberbringer und naja, die machen so ein bisschen vielleicht Gesellschaftsspionage und berichten halt nach zu Hause zurück, was man so zu erwarten hat. Aber die eigentlichen Verhandlungen führt man dann doch eine Etage höher, oder? Der gute alte Rigord, nicht wahr? Er ist mir schon direkt ans Herz gewachsen. Na gut, erzähl nochmal von deiner Mission. Rigords Mission ist die gleiche wie immer. Das gut aussehende, freundliche Gesicht der Nordkultur überall in Tamriel zu sein. Rigord wird nur auf die wichtigsten Missionen geschickt. Dieses Mal muss er Tane überzeugen, ein Friedensabkommen mit Windhelm zu unterzeichnen. Oder er wird auf die aussichtslosesten Unternehmungen geschickt. Zumindest habe ich immer den Eindruck, was? Der Krieg der drei Banner zieht sich hin. Und jeder, der kein Freund von Windhelm ist, könnte bald ein Feind werden. Außerdem bringt es doch nichts, mit seinen Nachbarn im Streit zu liegen. Rigord hatte als Kind mal eine Nachbarin. Die hat seinen Lieblingsameisenhügel mit dem Besen weggefegt. Wie traurig. Was war denn das für ein Ameisenhügel, dass man ihn mit einem Besen wegfegen konnte?
Und wer ist eigentlich der Jafen Weißhoff, der Typ, der gerade den anderen Typen da im Käfig auseinandersetzt? Rigurd weiß, dass man hier nicht viel für den Skaldenkönig und seine Domäne übrig hat. Doch wegen des Kriegs der drei Banner muss Rigurd Verbündete und Freunde suchen, wo er nur kann. Einsamkeit hat schon seit Ewigkeiten keinen Gesandten aus Weißlauf mehr empfangen. Wir mussten es mit etwas anderem versuchen. Wie kommt jetzt hier ein Morunda rein? Es gibt keine größere Vermittlerin in ganz Himmelsrand. Abgesehen von Rigurd natürlich. Jarl Morin ist auch eine entfernte Verwandte der Herrscher des westlichen Himmelsrand. Ihre Familie hat ja eine Jagdhütte. Sie kann kommen und gehen, ohne dass es jemanden stört. Okay, also die Familie, wir sind jetzt hier. Ich meine, wir können... Ich kann die Namen kaum sehen. Er hier heißt irgendwie Venki, glaube ich. Ich kann aber auch nicht mit ihm reden. Und das ist halt hier irgendein random Typ, ne? Den ich halt auch nicht mit ihm interagieren kann. Also der gehört zu irgendeiner Quest anscheinend. Aber ich kann nichts mit ihm machen, ne? Rio, noch was zu erzählen? Oh, hab Dank. Ja, ist ja Friedensschiff. Ach, das ist die benannte Jagdhütte. Aber die sieht in der Tat ein bisschen grob aus. Was ist das da vorne eigentlich noch für eine Nahrungsmittelliste für die Reise? Ja, nee, danke. Ah, lesen wir lieber das Buch, ne? Das ist also die Jagdhütte, die mit einem Palisadenwall abgerichtet ist. Das ist aber mehr als nur eine Hütte, Freunde. Ich will nicht gestört werden. Außer diese beiden vertragen sich und schließen sich mir an. Ja, Morin. Rigurd hat eine neue Assistentin. Wir können mit den Tane sprechen. Die Gespräche werden nicht stattfinden, Rigurd. Die Narren wollen ihre Fehde nicht beilegen. Ihr Götter, ich brauche was zu trinken. Reden wir, Freundin. Nee, warte mal, wer ist denn Rinder Eisauge jetzt? Mit der würde ich auch gerne vorhin mal reden. Es tut mir leid, aber Jarl Morin hat darum gebeten, nicht gestört zu werden. Ja, gut, wahrlich, es war angesichts ihrer Vergangenheit ehrgeizig, vom Jarl zu versuchen, beide Tane zu einem gleichzeitigen Treffen mit ihr zu bewegen. Ich denke, die hat da so viel Erfahrung drin. Erklär doch mal ein bisschen was darüber. Es hat etwas mit einem Neujahrsfest in Kartwach zu tun, an dem sie alle vor ein paar Jahren teilnahmen. Ich kenne keine Einzelheiten, doch soweit ich es verstanden habe, ist das Ganze ziemlich albern. Aber keiner will dem anderen vergeben. Deshalb sind wir hier. Na, dann erzähl doch mal was über die beiden. Über wen wollt ihr zuerst etwas hören? Tane Haldi oder Tane Svine? Wir machen das alphabetisch. Man nennt ihn auch den Feuersteindrücker, weil er... Nun ja, weil er sich wie jemand benimmt, der bei jedem Besuch auf dem Abort Feuersteine aus sich herausdrückt. Streng, humorlos, duldet nichts, was ihn auch nur ansatzweise blamieren könnte. Oh, und er liebt das Angeln und Fischen. Über alle Maßen. Toll. Na, Tane Svine. Tane Svine liebt ein gutes Gedresche ebenso sehr wie das Essen. Er ist unglaublich stark und hat einen entsprechenden Appetit. Ich habe ihn einmal einen ganzen Hahnenauflauf direkt aus dem Ofen essen sehen. War nicht mal abgekühlt. Danach brachte er fast ein halbes Jahr kein Wort mehr raus. Toll. Es sind also wahre Nordhelden. Ja, Rigurd, erklär doch mal was. Ja, Morin will Rigurds Hilfe, damit die Tane ihre alberne Fehde beilegen, damit sie verhandeln können. Es ist genau so, wie der Skaldenkönig immer sagt. Man findet Rigurd stets im Herzen eines jeden Ärgernisses. Weil er so gut darin ist, sie zu beseitigen. Ja, und das ist mir noch nicht viele darstellen. Ich meine, von der anderen Seite klang es gerade ein bisschen sehr lächerlich. Also die Selbstdarstellung, aber das, was gibt's noch über die zu wissen? Rigurd weiß es nicht. Jede Kleinigkeit kann diese westlichen Bartzieher aufbringen. Mein Käse ist zu rund. Meiner ist nicht rund genug. Rigurd nimmt die Hände aus dem Käse. Doch Rigurd ist sich sicher, dass wir ihr Problem lösen werden. Was immer es auch ist. Da stellt sich jetzt wirklich die Frage, was für ein Nord ist Rigurd, bitteschön. Dass er selbst bei den eigenen Leuten Probleme hat. Man möchte ja meinen, naja, das ist halt Rigurd, ne? Der hat halt immer so ein bisschen, der clasht halt so ein bisschen mit den Leuten. Aber zumindest bei seinen eigenen Leuten sollte das diese Grasen noch hinhauen, ne? Denn sowas. Ich meine, selbst bei den Nord hat der Probleme. Ich dachte, das war nur bei den Dunkelelfen, wo er so komplett angeeckt ist, weil die halt wirklich so ein bisschen Etipetete sind. Und ich meine, bei den anderen Leuten, bei den Khajiit, das war ja auch sehr heimlich.
Ach ja, Rigor, das ist. Rigor hat schon vor ein paar interessante Stunden in mein Leben gesorgt. Na gut, ich mag Rigor als Charakter. Erzähl mal was über die Tane selbst. Rigor weiß nur, was Jarl Morin ihm erzählt hat. Tane Chaldi angelt gern und ehrt die alten Götter, die von der tierischen Sorte. Tanes Fühne isst gern und beschwert sich. Wie Tane in Ostmarsch, aber fieser. Rigurd wird eure Hilfe brauchen, damit sie sich treffen. Man sieht übrigens auch direkt, wie gut sich Rigurd vorgesucht. Oder wie schlecht die Spionage eigentlich funktioniert, ne? Weil, ich meine, isst gerne, das ist jetzt alle Informationen, die ihr habt über die Bande. Das ist jetzt so ein bisschen dünn, ne? Isst gerne. Ich schreibe mir das gerade auf, obwohl es wahrscheinlich absoluter Quatsch ist. Vitane im Ostmarsch, aber fieser. Also er isst viel. Na gut, das haben wir auch schon gehört. Na gut, ja, ich gucke mal, ob ich da was geht. Ich werfe dabei helfen. Ja, ich werfe. Danke, meine Freundin. Das macht Rigurd glücklicher als einen haarigen Skewer in der Speisekammer. Das Beenden dieser Fehde wird eine Kleinigkeit für uns. Rigurd hat schon viele Prüfungen bestanden, die andere als aussichtslos bezeichneten. Wie dieses eine Mal, als er in der Feste Amol in eine Latrine gefallen ist. Ja, na gut. Hier sollen wir vielleicht am Morgen fahren? Nee, der anscheinend keinen Bock, die besäuft sie doch gerade, oder nicht? Rigurd hat das unter Kontrolle, meine Freundin. Es gibt keinen Grund, Jarl Morin zu behelligen. Wir werden die Tane finden, ihre Fehde beenden und Gespräche einleiten, noch ehe sie ihren Met ausgetrunken hat. Rigurd hofft nur, dass sie ihm was zu trinken aufspart. Met. Wo Rigurd gerade so dreckig lacht, ich habe auch noch Met da. Das ist, glaube ich, der trinkt sich im Sommer nicht so gut, ne? Met ist eher so eine Kaltzeitengetränk. Ah, ich hätte im Sommer lieber bei Cidre bleiben. Ach, die sind hier 3 Meter weiter. Warte mal, gibt's hier den. Ach, das Buch liegt bestimmt im Dings, ne? Na gut, dann, die beiden sind hier relativ in der Nähe, ne? Dann bin ich immer sehr gespannt. Kulturelle Konsilianz. Oh, warte mal, das muss ich mal kurz aufschreiben. Das ist ja ein unfassbar schwieriges Wort. Also Konsilianz. Ich kenne es nicht. Ist es Deutsch? Konsilianer, wahrscheinlich ist es Deutsch. Ich bewege mich wahrscheinlich einfach in den falschen Kreisen, um so ein Wort zu kennen. Konsilianz. Ich komme ja auch aus einer alten, einfachen Bauersfamilie. Da kennt man solche komplizierten Wörter. Ja, was ist denn hier los? Verzieht euch, Eishacke. Lieber küsse ich eine Riesin, als mit Tane Raldi zu verhandeln. Ha, das ist Rigurd mal passiert. Könnt ihr vielleicht mit dem Tane sprechen, meine Freundin? Er sieht ein bisschen aus wie Wolverine. Also jetzt vom Bart her. Versalltes Tarn. Achso, die essen gerne, hieß es ja, ne? Das ist Tarnes Zivi, ne? Der isst gerne. Mehr weiß ich über den nicht. Das ist nicht der Angler. Naja gut, hallo Tarnes. Bei Orkays Schlund. Für den Skaldenkönig arbeiten aber auch ein paar hartnäckige Schweine. Falls ihr hier seid, um mich zu fragen, ob ich mich mit Jarl Morin und diesem Milchtrinker Raldi treffe, erkrümelt euch bitte freundlichst. Tane Raldi ist ein derartiger Hocker, dass er mir beinahe den Appetit verdirbt. Beinahe. Die sind ja wieder sehr freundlich. Wo sind die Krallen des Adamant-Skelett? Naja, bis jetzt haben wir ihn noch nicht aufgeregt, ne? Könnt ihr beide eure Fehde beilegen? Das fragt man diplomatisch sofort. Ne? Ich habe gehört, ihr streitet euch gegenseitig. Könnt ihr nicht einfach damit aufhören? Das ist jetzt nicht die Frage, die man stellt, oder? Ja, könnt ihr nicht damit aufhören? Bei kühnes Atem. Ich kippe gleich vor Hunger um und das ist alles, wonach ihr fragt? Ich bin ein Tane des westlichen Himmelsrand, nicht so ein in Watte gepackter Dichter aus Joruns Ankleidezimmer. Jetzt verschwindet. Auf das Festmahl zu warten ist schwer genug, auch ohne sinnloses Gerede. Ich glaube, die machen sich falsche Vorstellungen, wie das Leben im östlichen Himmelsrand ist, habe ich das Gefühl. Festmahl? Jedes Mal, wenn ich in die Hütte von Jarl Morin eingeladen werde, bereitet sie mir ein traditionelles Festmahl zu. Dieses Mal habe ich eine Woche gefastet, um mich vorzubereiten. Doch ich hätte nicht gedacht, dass dieser Schneerücken Raldi hier auftaucht. Ich bin wohl unter einem schlechten Stern geboren.
Er freut sich also auf das Essen. Na, das ist ja klasse. Er will natürlich nichts essen, weil er sich das natürlich vorbereiten will. Von diesen Leuten im Hintergrund hauen sich gerade die halbe Achse hin, da schön. Ich habe geschworen, dass meine nächste Mahlzeit ein wahres Nordfestmahl sein würde. Und ich halte mein Wort, verdammt. Außerdem haben meine vermaledeiten Vasallen unseren Proviant zu Hause vergessen. Wie, die haben ihr Proviant vergessen? Was? Pah! Taneraldi weiß, dass ich hier bin. Ich werde doch diesem stahläugigen Lump nicht die Befriedigung lassen, zu wissen, dass ich als erstes nachgegeben habe. Ja, sieht doch gut aus, ne? Rigurd, Ideen? Rigurd wusste es vom ersten Augenblick an, indem er den Wanst von Tanes Fühne sah. Das ist ein Nord, der aus dem Bauch und nicht aus dem Kopf heraus handelt. Rigurd ist ihm da sehr ähnlich, nur dass er ohne Hemd schlechter aussieht. Aber wenn ein Festmahl nach Nordartanes Fühne dazu bringt, ihm zuzuhören, dann wird er eines bekommen. Siehst du, die so enden können gar nicht richtig dicke Leute bei. Da, stimmt, wenn ich drüber nachdenke. Das. Viele Spiele sind sehr. Also mit so anpassbaren Charakteren sind total schlecht darin, dicke Leute darzustellen. Oder auch extrem dünne, die wirklich magersüchtig sind oder die verhungert sind. Also auch wenn sie Leichen sind. Wenn ich mir drüber nachdenke, so Fallout zum Beispiel, da gibt es auch keine. Gab es im Fallout irgendwie einen richtig dolle, dicken Charakter zum Bleistift? Oder jetzt sagen wir mal im originalen Skyrim, eigentlich nicht, ne? Du hast halt nie so richtig obszön dicke Leute. Ich glaube, die waren in der Vergangenheit einfach seltener, weil es wenig Essen gab. Aber gerade von so einem König könnte man den einen oder anderen erwarten, der der Völlerei voll hingibt. Hat er neulich übrigens einen interessanten Punkt gelesen, dass das gute alte Oma-Essen schmeckt dessen so gut, weil da natürlich das große Prinzip gilt, Fett als Geschmacksträger. Was einer der Gründe ist, warum die Leute der alten guten Küche im Alter immer so aufgeben, weil die halt genauso kochen wie früher. Nur dass sie halt keine harte körperliche Arbeit mehr machen, wo sie das ganze Zeug verbrennen. Und dann kannst du aber nicht einfach weniger essen, weil dann hast du halt die anderen Nährstoffe trotzdem zu wenig in dem Essen drin. Das funktioniert also auch nicht. Total unpraktisch. Naja, unabhängig davon, welche Ideen? Sollen wir ein Essen beschaffen? Unser beleibter Freund will ein feines Nordfestmahl, ja? Dann wird Rigurd ihm den appetitlichsten nordischen Wildschweinbraten zubereiten, den er je gegessen hat. Und um seinen Erfolg zu gewährleisten, wird Rigurd dieses Gericht mit Techniken verfeinern, die er in ganz Tamriel gelernt hat. Rigurd, wo zur Hölle willst du denn hier ein Wildschwein machen? Wir haben ja hinten ein müdes Feuer und das war's. Bist du sicher, dass du das kannst? Meine Freundin, Rigurd verbreitet die Wohltat der nordischen Küche in ganz Tamriel. Er hat auch gesehen, wie sich andere Kulturen den Wanst vollschlagen. Das wird leicht. Rigurd braucht dafür nur die richtigen Zutaten. Ist klar. Was brauchst du denn? Rigurds Freund Faretor, ein Schlachter aus Grünschatten, überwintert in Drachenbrügge. Fleisch ist göttlich. Und wir können es mit orkischem Heulwasser würzen. Rigurd weiß, dass Magrok aus Mor-Kasgur es braut. Während ihr das besorgt, holt Rigurd die letzte Zutat. Wie lange sollen die hier genau lagern? Was soll das letzte Zutat? Wie genau, woher kennt ihr diese Leute? Habt ihr vergessen, dass Rigurd Windhelms erfolgreichster Kulturbotschafter ist? Er findet überall Freunde und erfährt so viel wie möglich über jeden Ort, den er besucht. Insbesondere, wenn es um Speisen und Getränke geht. Man muss Rigurd wahrscheinlich an der Stelle tatsächlich ein bisschen Kompetenz zusprechen. Ich bin gespannt, wie die Leute dann tatsächlich aussehen. Weil, okay, warst du toll an sein Fleisch? Rigurd hat schon Fleisch aus ganz Tamriel gekostet. Manches hat noch gezuckt. Anderes gebellt, wieder anderes wehrte sich. Doch in Grünschatten gab es die feinsten Stücke. Ich weiß nicht, von was für einem Tier stammte, doch Faretor meinte, dass es den Pakt ehrte. Es ehrte, Moment mal, das ist, ach ja, gut, die Waldelfen müssen tatsächlich ganz gut mit dem Fleisch können, weil die Waldelfen essen ja witzigerweise keine Pflanzen, sondern stattdessen ganz viel Fleisch, weil logisch. Na gut, was soll das orkisches Heuwasser? Rigurd weiß es nicht mehr genau. Es ist starkes Zeug, das die Clans von Wrotka sehr schätzen.
Es wird sicher eine wunderbare Zutat, meine Freundin. Ja, na gut, dann machen wir das mal in der nächsten Episode, wenn es dann wieder heißt, Elder Scrolls Online.